Wir waren 2 Wochen lang in Bodrum gewesen. Wir fliegen jetzt über Milas. Wir sind gelandet. War doch nicht so schlimm, oder? Değerli konuklarımız, sevgili çocuklar, Bodrum'a hoş geldiniz. Lütfen kemer ikaz ışıkları sönene kadar kemerlerinizi bağlı. Und wir sind die Ersten. Und hier geht's lang. So, wir sind endlich mal in unser Zimmer. Lange Korridore. Das ist unsere Zimmernummer. Richtig schön hell und schön geräumig. Ja, jetzt zeige ich euch mal, was alles im Zimmer gibt. So, es ist innen drin auch ziemlich hell. Ein Riesenschrank hat es, schön viel Platz.
Also, ja, da habe ich schon einiges gehängt innen drin, aber safe muss sein, ne? Ja, die haben an alles gedacht. Hier ist alles dabei. Da ist sogar Telefon. Ja, Dusche ist schon groß genug, also ziemlich geräumig. Und es ist sogar ein Regenwald-Dusche. Sagt man das so? Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir unser Koffer hingestellt, Fernseher haben wir. Also bevor ich schlafe, ich brauche mein Fernsehen. Ja, also hier haben wir einen Tisch. Also Minibar muss auch sein. Kaffee und Tee auch dabei. Also Uluda, Mineralwasser von Uluda ist auch sehr köstlich. Also zum Verdauen ist es gut. So. Da haben wir einen französischen Balkon. Das muss auch sein, weil Bikinis oder sonstiges, wie soll das trocknen, ne? Ja, da ist meine Mama zu sehen. Ja. Also das Bett ist gemütlich, groß. Ich teile das mit meiner Mama. Na, why not? Klima muss unbedingt sein. Das ist am nächsten Tag. Das sind aber sehr hübsche Blumen, gell? Die gibt es sogar bei uns in Deutschland. Am ersten Tag haben wir eine Stadtbummel gemacht. Wir sind jetzt hier in Bodrum. Hier sind sehr viele Yachthäfen. Und man kann da auch diese schöne, zeige ich euch alles ein bisschen näher. Die ganzen Tours gehen von hier aus, auch die ganze Küste entlang. So wie ihr seht, drüben sind sehr schöne Häuser, also die Villas, die Hotels. Sehr schöne Aussicht. Schöne Sandstrände haben sie oder Kiesel. Und diese schönen Blumen sind hier überall. Die riechen auch sehr gut. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ein Museum von berühmter Sänger Seki Wunderschön, also herrlich.
diese Windmühlen sind da oben. Diese historische Windmühlen. Das ist der Burg. Der berühmte Burg von Bodrum. Wird restauriert, denke ich. Ganze Yachthäfen. Ganz tolle Aussicht. Schöne Strände. Es ist überfüllt, aber schon angenehm. Und hier habe ich eine leckere Waffel gegessen, den empfehle ich euch. Hier haben wir ein bisschen ausgeruht und dann haben wir erfahren, dass die ganzen Liegen und die Schirme ganzer Strand entlang umsonst sind. Ist das nicht was? Bodrum besteht aus schönen Gassen, schönen Häusern, weiße oder Stein und schöne Blumen. Ja, das ist eine Café von Lehmann. Es ist eine Karikaturzeitschrift und Karikaturhaus und das ist Stadtinnen. Ja, hier in der City gibt es nicht nur Clubs und Bars. Ihr könnt nämlich hier auch alle Markenarten finden. Accessoires, Schuhe, Tasche und Bitters Eis würde ich euch empfehlen. Es gibt auch blaues Eis. Und hier sind sehr viele Yachtschiffe und Boote von Einheimischen. Und von hier aus fahren auch die ganzen Touren. Da gibt es sehr viele Musik und zu essen und zu trinken. Macht sehr viel Spaß. Das musst ihr aber vorher buchen. Und die, wo jetzt vorbeilaufen, sind Touristen. Und die kommen von aller Welt, ne? Und hier dieser Park, da gibt es sehr verschiedene Skulpturen, so wie diese steingemetzelte Leguan hier oder der Fischer von Halikarnas, Bodrum. Und Atatürk ist sehr wichtig für die Türkei. Sieht es nicht aus wie in Los Angeles? Wir laufen zur Burg, um Museum zu besichtigen. Jetzt sind wir dort gelangen. Es ist Vorderseite und das ist Hinterseite. Wer schon mal hier war, hinterlässt ihre Gedanken hier in Bodrum. Und das stimmt auch, man kehrt immer wieder zurück. Und hier gibt es sehr viele Sehenswürdigkeiten, historisch oder mythologisch. Na? Wir waren so lange unterwegs und hier haben wir einen frisch gepressten Orangensaft getrunken, so richtig abgekühlt. So, das ist jetzt am nächsten Tag. Ja, von unserem französischen Balkon hier haben wir keinen Meeresblick, aber eine sehr schöne Aussicht. Gleich zeige ich euch mal. Ich muss erstmal zu mir kommen. Ja, ach, das hier ist so herrlich. Also, mir gefällt's und meine Mama auch. So, das ist unsere Aussicht. So schöne Häuser. Das sind zwar Häuser von Einheimischen und es gibt auch Pensionen und Hotels und Apartments und alles Mögliche.
Ja, jetzt geht's aber runter, ne? Jetzt müssen wir frühstücken. Und das ist der Hintereingang. Schön, gell? So eine habe ich im Garten. Ob der jemals so groß wird? Das habe ich im Haus. Lauter Palmen. Ja, schöne Garten haben die. So, wir sind ziemlich früh dran. Das ist wieder ein anderes Restaurant. Das ist unser Frühstück. Jetzt sind wir gestärkt. Und jetzt geht's ins Wasser. So, jetzt zeige ich euch, wie der Pool aussieht. So richtig schön blau und ganz tolle Wetter haben wir. Also die Luftfeuchtigkeit hier ist gering. So, dann schwimme ich mal hier unten durch. So, einmal Rücken schwimmen. Ah, genießt euch dieser Anblick. Ah, herrlich. So schöne Pflanzen hier, ne? Und das hier ist eine Whirlpool, so eine runde Whirlpool. Und da hinten geht's runter. Und da ist das Meer. Da darf man auch schwimmen. Das zeige ich euch noch alles. Ja, seht euch mal das rein, ne? So, eine runde Sonnen, Fischblick ins Meer. Sonne prallt, unser Mittagessen. Gösle haben wir uns geholt. Und auf euch. Ja, es gibt auch Action hier. Nicht meins, aber das gibt's auch. Und das hier ist Teil von Theater. Musik oder Animation werden hier ausgeführt. Ja, über dieses Boot werde ich noch was erzählen. Aber davor, es gibt hier Live-Musik. Und die singen sehr gut. Man kann mit dem Boot, was ich vorhin gezeigt habe, die nehmen uns mit und fahren zu anderen Küste oder anderen Ort, da wo diese berühmten Clubs gibt. Und die fahren wieder zurück mit dem Boot. So. Aber genießt euch erstmal diesen Anblick. Das ist echt schön beleuchtet. Richtig angenehm. Das sind ziemlich viele Leute und das sieht man leider im Dunkeln nicht. Die sitzen auf dem Liegen und genießen das Musik. So, jetzt zeige ich euch mal diesen schönen Ausblick da hinten. Ja, das ist der zweite Restaurant und es gibt auch dritte Restaurant, man kann schon aussuchen. Und hier haben wir uns hier gesonnt und das war mein Palme gewesen. So, das da hinten ist aber schön beleuchtet. So, und da hinten gibt es Insel Kos. Es kann man als Tour buchen. So, dann gibt es auf der rechten Seite. Ja, am Mittag waren wir ja dort gewesen, ne? Das sind die Lichter von der City. Herrlich, oder? Auch bei Nacht sieht es so schön aus. Und wieder einen neuen Tag. Und das hier ist mein Outfit. Wie gewohnt laufen wir zum Frühstücken. Und das war mein Frühstück. So, jetzt habe ich mein Getränk geholt. Jetzt lassen wir uns gut gehen. Es ist einfach herrlich, das Wetter. Einfach mal chillen. Und
Auf euch! Es gibt wieder Live-Musik. Guten Morgen. Ich gehe eigentlich jeden Früh zur Krankengymnastik, zur Therme. Hier gibt's Friseur, Kosmetik und Fitness. Und hier sitzt die Chefin. Ja, gleich nach der Krankengymnastik gehe ich lieber ans Meer. Es tut dir sehr gut. So, das ist unser Mittagessen. Lieber essen wir was Leichtes. So, ich sitze hier vor der Sonnenuntergang und genieße noch diese Aussicht. Und ja, die Leute sind zu ihrem Zimmer gegangen, ist ihr Abend. Die wollen sich hier auf etwas vorbereiten. Und ich bereite mich mental auf den Abend. Heute wollen wir feiern gehen, ne? Und ja, da ist so eine Straße mit berühmten Clubs und so. Ja, ich nehme euch auch mit. Wir feiern zusammen. Ach ja, hier könnt ihr sogar Yachtschiffe oder Boote, sowas ähnliches, könnt ihr mieten und irgendeine Bucht oder ja, Küste halt, ne, euer Urlaub unter euch verbringen. Ist das nicht was? Viele Berühmtheiten in der Türkei machen das halt, ne? In Urlaubsorten denke ich mal, dass es überall geht. Das ist eine Idee, ne? So, wir sind bei der Shoppingzentrum angekommen und ich zeige euch gleich, was hier alles gibt. Ja, es gibt berühmte Marken, es gibt türkische Marken und stellt euch mal vor, das ist um die Zeit offen.
wieder ein neuer Tag. Und jetzt geht's wieder los. Und schon steht ein Gast vor meiner Tür. Ja, ist die nicht süß? Ja, die wissen schon zu wem, gell? Und gleich kommt der Nächste. Jeden Früh das Gleiche. Ich liebe sie alle. Auf dem Weg zum Restaurant haben die nicht nur Katzen hier, sondern auch tropische Früchte sowie Granatapfel, Zitrusfrüchte. Ist das nicht herrlich hier? Während wir frühstücken, kam ein Riesenschiff geankert, voll das Riesenteil. Also, wir empfehlen das Hotel sehr gerne und es war sehr schön hier. Ja, das war mein Thermalurlaub. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vor allem, ich bedanke mich, dass ihr vorbeigeschaut habt. Aber abonniert mich, ne? Abonnieren nicht vergessen. Und bucht doch mal eine Reise nach Türkei. Bye!